40 Leben ist der Titel eines Buches von Navid Germani, in welchem es um Menschen aus Köln geht, genauer aus Köln-Eigelstein. Darauf anspielend könnte man sagen, hier sitzen gerade etwa 70 Leben. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Rudi Wittmer, wie schon gesagt wurde. Erlauben Sie, dass ich das Spiel noch ein bisschen weiter treibe mit dieser Biografie oder mit dem Lebensbericht. Der Akzent wird dann erst recht auch noch einmal erklärt. Geboren bin ich in Sichtweite des Rheins, in einem Pfarrhaus, wobei dieser Rhein 55 Jahre und 550 Kilometer von jetzt und hier entfernt ist. 45 Jahre entfernt von jetzt machte ich die Bekanntschaft mit der Bundesrepublik Deutschland, indem ich mit meiner Mutter in unserer Küche damals oft und leidenschaftlich am Radio Bundestagsdebatten verfolgte. Schon deshalb ist es für mich eine besondere Bedeutung, wenn Navid Germani im vergangenen Mai im Bundestag auftrat, ich glaube sogar zum zweiten Mal, und was er dort sagte. Ich wurde später Journalist, auch Reporter. Ich bilde jetzt in Zürich, Zürcher Hochschule der Künste, es wurde gesagt, Menschen aus, das Schreiben über Kultur zu ihrem Beruf machen wollen. Wenn einzelne dieser Menschen manchmal sich vornehmen, eine große Reportage zu schreiben und zum Beispiel in ein Land wie vielleicht Tunesien, Türkei zu gehen, vielleicht auch nur ein Porträt zu schreiben über Menschen aus anderen Ländern, in der Schweiz. Es gibt auch Workshops mit dem Magazin Reportagen, wo wir das machen. Dann kann es sein, dass diese Reporterinnen und Reporter ziemlich spektakulär scheitern. Und so etwas passiert auch nicht zu selten Reporterinnen und Reportern, die als etabliert gelten. Wie man das Erleben der anderen so erzählt, dass man ihnen gerecht wird, darum soll es heute Abend gehen. Navid Germani in ihrer Poetikvorlesung über den Zufall heißt es am Anfang oft, der Sohn, der Vater, Mann, Liebhaber, Freund, Berichterstatter, Orientalist, die Nummer 10. Ich könnte anfügen, der Intellektuelle, der Redner, der Engagierte, der Preisträger, der Siegener, der Kölner, das wurde noch nicht unterstrichen hier, aber alle wissen es, der Leser. Oder eben, so heißt es auch, dein Name, Navid Germani. In den Romanen, eben in Große Liebe zum Beispiel oder in Dein Name, wechselt er gern und subtil zwischen dem Er und dem Ich. Als Reporter hingegen, etwa im Band Ausnahmezustand, liegt schon auf deinem Bein und wieder liegt es bei mir auch, darum wird es gehen, da sagt er Ich. Denn seine Reportagen sind Begegnungen und die darin enthaltenen Biografien sind also auch von Personen oder von Städten oder von Geisteshaltungen oder von Religionen, sind kein Spiel. Wir haben vereinbart, dass der erste und größere Teil des Abends diesen Reportagen gelten soll und dass uns Navid Germani anhand von Beispielen erzählen wird, wie dieser Reporter funktioniert. Im zweiten Teil wollen wir dann, und Sie sind herzlich eingeladen, mit Fragen dann schon zu kommen, über Fragen sprechen, die sich darin sicher schon stellen werden, nämlich zum Beispiel den Unterschied eben zwischen dem eigenen und dem anderen oder den Unterschied zwischen dem Leben, dem Lesen und dem Schreiben. Meine Einstiegs- und Überleitungsfrage heißt, in diesem Buch gibt es vor jedem Kapitel eine Karte. Man sieht darin ein Gebiet zwischen Deutschland und Indien und man sieht darin immer, und man sieht Brennpunkte darin, weil im Kapitel so und so geht es um Pakistan oder es geht um Syrien und so weiter, man sieht darin immer auch Köln markiert. Eine Frage, Einstiegs- und Überleitungsfrage, was hat das zu bedeuten, das Köln auf dieser Landkarte, und weil der Untertitel des Buches heißt Reisen in eine beunruhigte Welt, ist denn dieses Köln Teil dieser beunruhigten Welt oder liegt es außerhalb von ihr?
Ja, guten Abend. Zunächst, das waren jetzt zwei Fragen. Und ich möchte mal die erste beantworten und hoffe, dass ich die zweite dann behalte. Und wenn nicht, dann erinnern Sie mich an die zweite. Die erste, also ohne das jetzt überbetonen zu wollen oder zu viel Bedeutung dieser Karte zu geben, die ja auch eine Idee des Grafikers war, aber es ist schon wichtiger, meine Reportagen, diese Balance zu finden, dass ich einerseits als Autor vor Ereignissen, die nun in der Regel existenziell sind, von Menschen berichte, die... Es ist laut genug. Ja, wir haben es schlecht. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ja. Es wurde mir vorher gesagt, dass ich das auf den On-Knopf drücken soll. Das habe ich dann vergessen. So, soll ich jetzt von vorne anfangen? Ja, ich sollte nochmal... die Bedeutung des Kölns auf der Karte. Es ist eigentlich immer eine ganz wichtige und auch gar nicht so einfache Frage, wie ich als Autor, der in dieser Reportage auftritt, wie ich auftrete. Denn einerseits ist das, was ich dort erlebe in Kriegsgebieten, so, dass man selbst eigentlich natürlich sehr unwichtig wird und sich auch als unwichtig empfindet, weil man in die Situation hineingerät, die für die davon direkt Betroffenen auf eine Weise existenziell sind, dass alles andere unwichtig erscheint. Und zugleich ist es auch klar, dass ich ja derjenige bin, der das Herz, das Auge diesen Menschen gibt, um von ihnen zu berichten. Das heißt, diese Position von mir, die kann ich nicht wegdiskutieren. Ich bin ja kein objektiver Beobachter, sondern schaue es einfach mit meinen eigenen, also mit meinen Augen, mit meinen Wahrnehmungen, mit meiner subjektiven Sicht auf diese Dinge. Und so sehr ich mich auch zurücknehmen versuche in diese Reportagen, trete ich immer auf. Und wenn man diese Karte nun sieht, all die verschiedenen Orte, dann ist mir diesen Köln vielleicht markiert, dass ich in keiner Sekunde vergesse, in keiner Zeile vergesse, auch wenn ich sagen, nichts über mich erzähle. Also Sie finden meine Reportage nicht darüber, wie anstrengend das war oder wo ich gelandet bin oder wo ich geschlafen habe oder all diese Dinge, die bei vielen anderen Reportagen so eine Rolle spielen. Die sind mir sehr, sehr suspekt. Die werden Sie bei mir nicht finden. Jedenfalls nicht in dem Reportagebuch. Das heißt, ich hoffe, dass ich mich sehr zurücknehme in diese Reportagen und doch dort, wo es notwendig ist, zu markieren, wer ich bin, dort markiere ich es in den Reportagen. Das ist dann vielleicht sogar hier und dort ein bisschen überraschend. Also es kann sein, dass in dem gesamten Text ich eigentlich gar nicht auftauche. Und dann gibt es aber eine Schlüsselstelle, wo plötzlich klar wird, dass ich eben kein bloß neutraler Beobachter bin. Und eben Teil dieser Reportage auch bin. Aber eben hoffentlich immer so, dass ich eben am Rande bleibe, wie auf dieser Karte mit Köln. Und weil dann die Frage war eben, ob das Teil der beunruhigten Welt sei, offenbar nicht. Nein, so nehme ich das natürlich nicht. Also natürlich gibt es auch in Köln, in Europa vieles, was beunruhigend ist und was beunruhigt ist. Aber es ist schon so, dass ich mir hier in Europa, im Westen Europas, ein bisschen vorkomme, unser Leben wie in einer Gated Community. Wir kennen diese Gated Communities überall auf der Welt, wenn Sie mal in diesen Molochen, den Großstädten der Welt, dort sind es ja nicht die Armen, die sich eingeschlossen haben, es sind die Reichen, die große Mauern um sich ziehen. Und das Leben dort ist eben dann so mit von Sprenkleranlagen, begrünten Wiesen und Parks und Spielplätzen und alles ist eigentlich Häuser nach dem Modell Toskana oder nach dem Modell Kalifornien, das kann man sich aus dem Katalog aussuchen. Und ringsherum sind halt die Mauern hochgezogen und die sind hochgesichert. Und wenn die Menschen dann zur Arbeit müssen, also zum Teil gibt es auch Gated Communities, wo die Arbeit schon vor Ort ist, wo quasi die Bürotürme schon Teil dieser Gated Community sind, aber in der Regel ist das noch nicht so, dann fährt man eben mit den Limousinen, den klimatisierten,
Four-Wheel Drives und SUVs über zum Beispiel wie in Jakarta oder in Karachi zum Teil, über Hochstraßen in diesem, direkt in die Bürotüre hinein, quasi direkt in die Tiefgaragen. Und das Leben selbst ist drunter. Und man fährt drüber hinweg, aber man sieht es nicht. Und das kommt ja nicht nur vor als Schauergeschichte abends auf der Veranda, wo man über die steigende Kriminalität und die Morde und all die Brutalität und Barbarei da draußen spricht. Und so ein bisschen kommt mir das Leben hier in Europa auch so vor. Als sei es eine große Gated Community mit zugegeben mehr Elend innen, aber mit zugleich noch höheren Mauern ringsum. Gleich sind wir da schon in mindestens einer der Geschichte des Buches. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal ein Stück lesen. Das ist vielleicht besser zum ich muss ja sagen, dass also einerseits freut es mich, dass ich hier sitze und auch so über die Reportagen erzählen darf, weil ich mir natürlich sehr viel Gedanken mache beim Schreiben. Noch wie gehe ich vor, was tue ich? Also da könnte ich dann mittlerweile ein ganzes Buch schreiben, nur darüber, wie so etwas entsteht und wie ich es, weil das ist schon auch sehr, hoffe ich jedenfalls, reflektiert und zugleich kommt es in den Texten ja selber überhaupt nicht vor und es gibt eigentlich auch kein Format, vielleicht berechtigterweise, wo man dann darüber nachdenken kann, wie eigentlich so Reportagen entstehen, also über der Literatur, da gibt es ja dann Poetikvorlesungen oder es gibt Aufsätze über Literatur, wo man Stellung bezieht, aber die Reportage hat einen sehr schweren Stand. Man wird selten gefragt als Reporter. Man ist schon froh, wenn man seine Reportage überhaupt los wird. Und es gibt immer weniger Plätze dafür. Das hat zu tun mit den also sozusagen, je weniger Text Sie aus grafischen Gründen auf einer Seite finden, dann können Sie jetzt alle großen Tageszeitungen durchgehen, desto weniger Platz ist auch für Reportagen. Das heißt, das, was vorher 40.000 Anschläge waren, sagen wir auf zwei Doppelseiten der Zeit, das sind heute nur noch 20.000 Anschläge auf dem gleichen Platz. Und das Geld ist bis zum Honorar auch schon, auch nur noch die Hälfte, wenn überhaupt. Das heißt, der Platz für Reportagen nimmt immer mehr ab. Und das Verrückte ist ja auch, dass einerseits alle davon reden, dass wir in einer globalisierten Welt leben und wir irgendwie vernetzt sein und zugleich, und das betrifft jetzt nicht nur uns hier, sondern das nehme ich überall wahr, das Interesse eigentlich in der Welt immer mehr abnimmt. Also es gibt, das kann man sogar statistisch belegen, jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren hat es sich da ein bisschen durch die ganzen äußeren Ereignisse in der Ukraine und im Irak, ist ein bisschen umgekehrt das Verhältnis, aber in den letzten Jahren hat kontinuierlich, und das kann man auch statistisch belegen, kontinuierlich das Ausland in der Berichterstattung von Jahr zu Jahr in allen Medien abgenommen. Es wird immer weniger, was wir über das Ausland erfahren. Und das, was wir über das Ausland erfahren, wird immer mehr, hängt immer mehr an einzelnen spektakulären Ereignissen wie Terroranschlägen. Das heißt, wenn ich manchmal mein vorheriges Buch so eine schöne neue Orient zur Hand nehme und dann blättere, die Reportagen zum Beispiel über Tadschikistan oder über ganz abseitige Regionen, wo auch gar nichts passiert ist. Also nicht einmal, dass da irgendwas vorgefallen wäre und trotzdem hatte mich damals eine Zeitung hingeschickt, einfach mal zu schauen, was da so passiert. Das gibt es kaum noch. Und wenn es schon immer weniger Platz für Reportagen gibt, dann gibt es erst recht noch weniger Platz darüber, über Reportagen nachzudenken. Insofern bin ich dankbar für eine Zeitschrift wie Reportagen, die Platz für Reportagen anbietet. Und dankbar für ein Format wie dieses hier, wo man über Reportagen nachdenkt. Ich lese Ihnen ein kurzes Stück aus einer Reportage über Syrien und erzähle Ihnen vielleicht zunächst einmal, wie das überhaupt war, also wie ich nach Syrien kam. Das war im September 2012. Da hatte der Bürgerkrieg in Syrien schon begonnen. Das hat ja begonnen in Syrien als eine friedliche Revolution von Menschen in den Städten, die aufbegehrt haben, zum Teil gegen die sozialen Missstände und zugleich auch gegen die politische Repression. Dieser Aufstand wurde von der Weltöffentlichkeit weitgehend missachtet und wurde brutal niedergeschlagen von dem Regime Assad. Und war dann umgeschlagen in einen Bürgerkrieg.
Allerdings waren zu der Zeit die Islamisten noch nicht ganz so stark, wie sie heute sind. Das heißt, die Opposition war noch sehr viel, es war so eine Kippe dazu, dass dieser Aufstand ein dschihadistischer, islamistischer wird. Ich kann mich erinnern, ich habe damit so auch, als ich unterwegs war, auch mit Soldaten der Freien Armee gesprochen, die so ein Bad hatten und irgendwie islamisch auftraten, aber abends dennoch ihren Whisky tranken. Und dann fragte ich die, wieso haben sie denn ein Bad? Oder wieso treten sie so auf? Und dann sagten die dann so ganz offen, naja, geben sie uns Geld für Waffen, dann rasieren wir uns wieder. Weil das einzige Geld, das kam eben von den Golfstaaten. Während die säkulare Opposition vom Rest der Welt eben alleingelassen worden ist. Und ich habe wirklich diese Waffen gesehen, die haben zum Teil wirklich mit so handgebauten Katapulten, also wo man wirklich mittelalterlich, so ein Stein auf Katapult, haben sie versucht, gegen dieses Regime Assad zu bestehen. Und als ich dort war, September 2012, da wurden die Islamisten oder Dschihadisten schon immer stärker, aber sie waren noch nicht so allgegenwärtig. Ich glaube, das Wort Islamischer Staat kannte man im Süden noch gar nicht zu der Zeit, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und es gab zwei Möglichkeiten. Also jedenfalls, man konnte auch noch damals in die oppositionellen Gebiete reisen. Damals. Die meisten Journalisten taten das. Das heißt, weil diese Gebiete eben nicht von den Dschihadisten beherrscht waren, sondern sie waren von der Freien Armee beherrscht. Und viele Reporter sind zu der Zeit in diese Gebiete über die Türkei gereist. Und mir schien es aber damals interessanter zu sein, eben das zu tun, was worüber man weniger las, wie sieht es eigentlich aus in den Gebieten, wo Assad herrscht? Also wenn man offiziell einreist. Weil es gab wenig Visa und wenn man reiste, hieß es, dann würde man immer begleitet werden von einem Presseoffizier. Das heißt, die Bedingungen waren sehr eingeschränkt. Und ich habe dann einen Visa-Antrag gestellt und irgendwie nach einem halben oder einem halben Jahr kam das Visum auch. Und dann sind wir eben noch zusammen mit dem Fotografen Kai Diedenhöfer, haben wir uns sofort ins Flugzeug gesetzt und sind nach, Flüge gab es nicht, nach Beirut geflogen. Und von dort mit dem Auto nach Damaskus. Und das war die Entscheidung. Das heißt, und die Bedingungen mussten natürlich auch thematisiert werden in der Reportage. Ich hatte sozusagen den Blick von der einen Seite der Front auf den Krieg. Und konnte nicht beide Blicke gleichzeitig haben. Weil wenn man von der Opposition erwischt worden wäre, dass man ein Visum hat, offizielles, hätte man Probleme bekommen. Und hätte die Regierung einen erwischt, dass man als ohne Visum reist, hätte man auch Probleme bekommen. Und so war ich eben und während das Visum war auch nur für 7 Tage, waren wir zusammen, sind wir mit dem Taxi nach Damaskus gefahren. Und was ich jetzt kurz lese, das ist einer der vielen Versuche, dennoch mit dieser Situation umzugehen, über dieses Stadtzentrum von Damaskus hinaus, auf das wir beschränkt waren, hinauszukommen. Ich muss Ihnen ganz kurz die Situation schildern. Sie haben in Damaskus Zentrum eine relativ erstaunliche Normalität. Heute noch, soweit ich das höre. Sie hören die Böller, die Granateinwürfe, den ganzen Tag. Aber das Leben dort wirkt auf den ersten Blick relativ normal. Die Geschäfte sind auf, die Universitäten sind auf, die Läden sind auf, Restaurants sind auf. Ich will nicht sagen, dass das pralle Leben ist, aber es ist jedenfalls ein Leben dort im Zentrum. Und ein Reporter, der einreist, der sogar ein Visum hat, der ist faktisch immer in diesem Zentrum. Weil außerhalb dieses Zentrums, in diese etwas reicheren Gebiete, sind überall Checkpoints, wo man als Syrer durchkommt, aber als Ausländer sofort aufgegriffen werden würde. Und der Aufstand ist an den Rändern von Damaskus. was wir gemacht haben, ist, dass wir uns in Taxis sozusagen versteckt haben. Ich musste mich nicht verstecken, weil ich jetzt aussehe wie so Syrer. Aber der blonde Fotograf musste sich verstecken. Und einfach mit den Leuten, die quasi in der Stadt arbeiten, aber draußen wohnen, in diese Randviertel gefahren sind, um dahin zu kommen, um sozusagen über die Front zu kommen. Und jetzt einen dieser Besuche über ein Gebiet, das ist 10 Kilometer vom Zentrum entfernt. Das lese ich Ihnen jetzt kurz vor, das sind so die nächsten 8 Minuten. Die Intensivstation. Kai und ich
verabreden uns mit einem Fahrer, der uns an allen Checkpoints vorbei in eine der verwüsteten Gebiete rund um Damaskus zu schleusen verspricht. Auf einer mehrspurigen Straße, an der rechter Hand zerstörte Häuser zu sehen sind, fahren wir auf den Standstreifen und biegen auf ein müllübersätes Feld ab. Unser Taxi ist nicht das einzige Auto, das sich über das ziemlich unebene Gelände müht. Und es ist auch nicht dunkel, sondern hellichter Tag. Der kleine Pendelverkehr zwischen Krieg und Frieden scheint also hingenommen zu werden. Die Stadt, in die wir gelangen, wirkt auf den ersten Blick menschenleer. Die Wände der mehrstöckigen Häuser sind von Einschusslöchern leichter und schwerer Geschütze übersät, kaum ein Fenster heil auf dem Beton, gesplittertes Glas, leere Patronen, die Spuren von Panzern und verstreute Abfälle, die Rollläden der Geschäfte heruntergelassen und teilweise umgebogen, sodass man hineinschauen kann, alles Inventar darin geplündert. Wahrscheinlich haben die streunenden Hunde auch ihren Anteil gehabt. Nach der vierten Kreuzung entdecken wir doch einzelne Menschen, eine Frau mit zwei Einkaufstüten zunächst, einen Straßenzug weiter auch Kinder. Wir passieren Häuserzeilen, die zum Teil noch bewohnt scheinen. Wäsche auf dem Balkon, eine Bäckerei, vor der sich eine kleine Schlange gebildet hat. Hier und der Straßenhändler mit Obst oder Lebensmitteln. Dann wieder einige hundert Meter vollkommene Stille. Mit dem Strom ist es auch merkwürdig. Größtenteils scheint er nicht zu funktionieren, aber dann fahren wir durch eine Straße, in der die Laternen am helllichten Tag leuchten. An einem abgebrannten Krankenhaus gehe ich entlang, um einen Einstieg zu suchen und stoße in der Seitenstraße auf das Schild einer gynäkologischen Ambulanz. Ich steige einige Treppen hinab und stehe plötzlich einigen Männern und Frauen im grünen, staub- und rußbedeckten Kittel gegenüber, die genauso erschrocken zu sein scheinen wie ich. Ich stelle mich vor und frage, ob ich mir das Krankenhaus anschauen dürfe. Eine Ärztin zögert einige Sekunden, blickt zu ihren Kollegen, bevor sie mit einem sehr traurigen Gesichtsausdruck nickt. Darf ich den Fotografen holen, frage ich. Wieder zögert die Ärztin und blickt sich um. In Ordnung, sagt sie schließlich und tritt mit mir auf die Straße, um den Fahrer zu zeigen, wo er unauffällig parken kann. Dann führt sie uns durch die dunklen Flure, in denen das Wasser knöchelhoch steht und die Stromkabel von der Decke hängen. Wir seien erst vor 3 Tagen zurückgekehrt, um so gut es geht aufzuräumen, erklärt die Ärztin. Offenbar sind die Angreifer durch die Flure gelaufen und haben in jedes einzelne Arzt-, Behandlungs- und Krankenzimmer Brandbomben oder etwas Ähnliches geworfen, keine Granaten scheint es, weil die rußgeschwärzten Wände nicht aufgerissen sind. Die Fensterscheiben sind zersplittert, sämtliche Einrichtungsgegenstände bis auf die Eisengestelle verkohlt, die Krankenbetten, die Rollstühle, die Liegen, alles nur noch Gerippe. Wer waren die Angreifer, frage ich. Die Ärztin kann es nicht genau sagen, weil die gesamte Belegschaft mitsamt den Patienten geflohen sei, als die Armee in das Viertel einrückte. Aber sie vermutet natürlich, dass es Regierungsmilizen waren. Dann führt sie mich zur Intensivstation, die im obersten Geschoss liegt. 3 Patienten hätten sie gehabt, die nicht aus dem Krankenhaus getragen werden konnten. 2 sehr alte Männer und einen Jungen, außerdem einen Pfleger, der sich geweigert habe, die Kranken zurückzulassen. Wir treten in die Intensivstation, die einmal aus 4 Betten mit den dazugehörigen Apparaten bestand. Die Bettgestelle mit den hochgestellten Rückenlehnen sind noch vorhanden, auch die Gehäuse der Apparate. Die Ärztin muss uns nicht darauf hinweisen, wir sehen es selbst. An 3 der Rückenlehnen, genau in Höhe der Köpfe, befinden sich die Einschusslöcher von zahlreichen Kugeln, die durch das Bettgestell gingen und in der Wand stecken geblieben sind, sowohl von Pistolen als auch von Gewehren Kalaschnikows, um genau zu sein. Unter den Betten, ebenfalls in Kopfhöhe, sind die Blutlachen getrocknet. Es gibt keine anderen Einschusslöcher,
in dem Raum, es ist nicht gekämpft worden, die Schüsse zielten einzig und allein auf die drei Rückenlehnen in Höhe der Köpfe. Nur an einer einzigen anderen Stelle sehen wir die Kugeln in der Wand und das getrocknete Blut auf dem Boden. Hier muss der Pfleger gestanden haben. Kann die Situation gestellt gewesen sein? Wir kamen zufällig in dem Krankenhaus vorbei. Kein Mensch konnte mit unserem Besuch in dem abgesperrten Gebiet gerechnet haben. Erkennbar hatten die Ärzte, Schwestern und Pfleger gerade erst mit den Aufräumarbeiten begonnen. Und der Schock, der ihnen ins Gesicht geschrieben stand, wirkte erst recht nicht gespielt. Dürfen wir berichten? Dürfen wir auch von der Intensivstation Fotos machen, frage ich noch einmal. Ich muss den Direktor fragen, sagt die Ärztin, die in ihrer Nervosität niemanden findet, zu dem sie sich Fragen umschauen kann. Er kommt, sagt sie, als sie mit dem Direktor telefoniert hat. Doch der Krankenhausdirektor kommt auch nach dem zweiten Anruf nicht. Als die Ärztin zum dritten Mal angerufen hat, seufzt sie, er käme doch nicht. Ihm sei gesagt worden, dass sie alle tot seien, wenn von der Intensivstation jemand entführe. Die Ärztin berät sich mit ihren Kollegen, die in den Raum getreten sind, und erteilt am Ende Kai die Erlaubnis, Fotos zu machen, auch von den Rückenlehnen. Es wird einmal ein Gericht geben, vor dem Beweise vorzulegen sind, erkläre ich. So Gott will, ist es nicht erst das jüngste Gericht, sagt die Ärztin. Und ich lese jetzt einen Absatz weiter, den ich normalerweise bei Lesung nicht lese, aber der, ich glaube, in unserem Zusammenhang vielleicht wichtig ist. Kai hat die Fotos nicht veröffentlicht. Und in der Beschreibung des Ortes habe ich einige Details so verändert, dass das Krankenhaus nicht auf Anhieb zu identifizieren ist. Die genauen Angaben mitsamt den Bildern haben wir einer geeigneten Institution übergeben. Dass ich überhaupt davon schreibe, mag dadurch gerechtfertigt sein, dass Menschenrechtsorganisationen zahlreiche Berichte über beschossene, gestürmte, angezündete Krankenhäuser gesammelt haben, auch über Patienten, die im Krankenbett erschossen wurden. Aber der Leser wird mir glauben, dass es ein Unterschied ist, ob man davon liest oder die Rückenlehnen mit eigenen Augen sieht. Das war so eine Stelle, wo ich das Licht auf mich für einen Augenblick richten musste, um klarzumachen, unter welchen Bedingungen diese Szene entstand und was davon überprüfbar war und was nicht, und auch zu erkennen zu geben, wo ich dann nochmal einen Bericht abweicht von dem, was ich gesehen habe, um die Leute zu schützen. Das heißt, die Bedingung, gerade unter schwierigen Bedingungen, ich habe noch was hier, gerade unter solchen Bedingungen ist es immer wichtig, in meinen Augen, darzustellen, wie eine Reportage entsteht, um klarzumachen, was sie auch nicht, was nicht entstehen kann. Hier vielleicht dazu, also meine Leseerfahrung. Ich merke, spätestens nachdem ich das gehört habe, was Ihnen suspekt ist, was Sie nicht machen möchten, ich merke, dass ich als Leser zuerst lernen muss oder wieder lernen muss, so genau zu lesen und so eine so diskrete Art von Darstellung überhaupt dann zu sehen und würdigen zu können. Also ich bin auch Leser, ich bin auch jemand, der vielleicht fragt, wo ist denn hier genau das Spektakel oder wo ist genau das Drama, und das Drama ist vorbei und man muss die Leute schützen etc. Das merke ich jetzt auch nach dem, was Sie gesagt haben. Und in diesem Zusammenhang frage ich dann, ob Sie erfahren haben, dass es die Leser gibt, die Sie hier meinen. Ja, die Leser sitzen ja auch hier. Also das ist ja ohnehin eine ganz schwierige Sache mit den Lesern. Weil, also wenn ich immer nicht den Antrieb hätte, die Welt irgendwie auch zu beeinflussen, dann würde man das nicht tun, diese Reisen. Zugleich natürlich der Glaube, dass man sie beeinflussen könne, völlig irreal. Also dass man
hofft natürlich darauf, dass es irgendetwas passiert. Aber zugleich, und man weiß, dass man das ohne die Hoffnung auch nicht machen könnte und würde und nicht die Energie hätte. Und zugleich bin ich ja Realist genug und natürlich weiß ich, dass gerade nach dieser Syrien-Reportage 2012, also hätte die Welt damals eingegriffen, in diesen Konflikt, zum Beispiel nur in der Luftverbotszone, das wäre schon mal sehr viel gewesen, dann wäre uns der IS, der uns jetzt so sehr beschäftigt, erspart geblieben, ziemlich großer Sicherheit. Das heißt, es war ja gerade so ein Punkt, wo man auch appellieren wollte an die Weltgemeinschaft und nicht mit meinen Mitteln einer Reportage hier hinzuschauen und nicht zuzusehen, was da passiert, tatenlos. Aber natürlich, man stellt sich diesen Leser immer vor, weil man berichtet dem Leser, man ist ja sozusagen ein Zeuge. Man ist in dieser Zeugenschaft und das ist schon ein sehr wichtiger Begriff für mich, dieser Zeugenschaft. Man kann aber nicht genau sagen, was das Gericht ist. Man weiß, dass es wichtig ist, diese Aussage, aber das Gericht tagt irgendwie an einem anderen Ort. Wie wichtig ist Sprache in so einem Beispiel jetzt, das Begegnen, dass man diese Leute sieht, dass sie einen als Reporter sozusagen ernst nehmen oder verstehen, dass man es gut meint, das ein bisschen zu verkürzen? Ja, das Sprache hilft natürlich. Was es genau ist, ich glaube, das gehört vielleicht zu den, sonst wäre ich nicht Reporter geworden. Offenbar strahle ich, wenn ich dann in so eine Situation hineinkomme, in so ein Krankenhaus, offenbar strahle ich nicht aus, dass ich ein allzu böser Mensch bin. Also irgendwie scheint es zu sein, dass die Leute irgendwie einem vertrauen, aus welchen Gründen auch immer. Also das gehört einfach zu diesem, also das sind so die Dinge, die ich mir selber nicht so genau erklären kann, aber jedenfalls, was man da so eine Woche alles erlebt und was einem Menschen auch schenken, was sie einem sozusagen anvertrauen und ihr eigenes Leben in die Hand geben. Diese Ärztin, hier kann ich es mittlerweile sagen, 3 Jahre später, es war ein Arzt, das gehörte dazu, dass ich ihn geschützt habe, weil ich einfach dachte, durch die Geschlechtsumwandlung ist er sozusagen schon mal geschützt, das war ein Arzt. Dieser Arzt, der vertraut mir, dass ich, ohne den kenne ich seit 10 Minuten oder eine halbe Stunde, sagen wir, oder eine Stunde, und der gibt mir das in die Hand, die Fotos sogar. Und warum er das tut, das kann ich selber nicht genau sagen, aber ich bemühe mich jedenfalls, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Und das andere, die Sprache, das ist schon auch für mich wichtig, die Sprache beim Schreiben. Wenn man nicht in einem Land bin für 1 oder 2 oder vielleicht auch 3 Wochen, ich bin wie verwandelt auf Reportagereisen. Ich bin normalerweise eher so ein in mich kein sehr kommunikativer Mensch, der auch kein sehr aufregendes Leben führt, eigentlich nur zwischen Wohnung und Büro pendelt und ab und zu jeden Tag bei der Schule vorbeifährt, um die Tochter abzuholen. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr für mich in mich gekehrtes Wesen, glaube ich, so. Und bin gar nicht so, dass ich sagen, im normalen Leben besonders aufmerksam durch die Welt gehen würde oder viel wahrnehmen würde. Wenn ich diese Reportagereisen unternehme, dann bin ich, es kommt mir wirklich selber vor, als sei ich ein anderer Mensch. Also ich bin extrem wach, nehme extrem viel auf und habe also eine Unmenge von Eindrücken und mache mir die permanent Notizen, und zwar ganz, ganz, ganz altmodisch per Hand. Die Notizen brauche ich später gar nicht. Also da schaue ich ganz wenig später rein, weil das, was hängen bleibt, mein Gedächtnis ist der Filter sozusagen. Dafür, was ich. Und unter all den vielen Eindrücken geht es dann darum, ganz wenige auszuwählen, die dann das Bild ergeben. Das kann ich gleich vergleichen mit einem Fotografen, der auch reist, und ab und zu reise ich auch mit Fotografen, der viele Bilder macht. Und am Ende sind es die 5 Bilder oder 6 Bilder oder 7 Bilder, die die Reportage ergeben. Und in meinem Fall ist es gar nicht so sehr anders. Es sind vielleicht ein paar mehr Bilder, aber es sind 10 Situationen, die aber viel mehr erzählen als alles, was ich jetzt diskursiv anhand von Informationen, von Tabellen, von,
von Analysen beigeben könnte. In diesen 10 Situationen ist dieses ist all die Erfahrungen gebündelt und konzentriert, die ich gemacht habe. Und dann geht es selbst in diesen einzelnen Situationen. Ich will ein kleines Beispiel geben. Das sind jetzt Text, weiß jetzt nicht, 2000 Anschläge gewesen oder 3000 Anschläge gleich. Also glücklich nicht viel Text. Aber zum Beispiel, aber die Entscheidung, welche verschiedenen Eindrücke ich nehme. Also ich reise fahre mit dem Auto durch die Stadtviertel mit diesem Taxifahrer, der auch ein enormes Risiko auf sich nimmt, weil er sofort dran wäre, wenn, und zwar ganz schlimm dran wäre, wenn er mit uns erwischt wird. Der will ja auch was zeigen. Und dann entscheide ich mich zum Beispiel, dass ich von all den verschiedenen Eindrücken die Laternen nehme, die am helllichten Tag leuchten. Also die sagen, überall in diesem Viertel gibt es ganz Strom. Und dann gibt es aber einen schwarzen Zug, wo die Laternen am helllichten Tag leuchten. Das mag eine unscheinbare Beobachtung sein, aber zugleich erzählt sie etwas. Und natürlich irgendwie mit dem einen Satz schon klar wird, aha, es gibt Strom, aber es gibt offenbar niemanden, der diesen Strom irgendwie verteilt. Ich hätte, wenn ich jetzt meinen Gedankenstrom protokollieren wollte, dann wären diese 2 Stunden, die ich unterwegs wäre, würde allein schon wahrscheinlich 4 so dicke Bücher geben. An Eindrücken, an Bildern, an Gesprächen, an Ideen, an Dingen, die in den Kopf gehen. Und sagen, da die Entscheidung, das Wichtigste ist dann, die Entscheidung zu treffen. Für diese 5 Notizen, die am Ende in so einer Passage drin bleiben. Also etwa die streunenden Hunde, der Strom, die Lichter, das würde vergleichbar für alle anderen dazu auch gelten. Und aus dem Gespräch das Gericht und das jüngste Gericht. Ich frage noch einmal, in welcher Sprache wurde das? Ja. Und könnte es denn sein, dass Sie selber unterschätzen, wie wichtig das sein kann, wenn man jetzt Arabisch mit so einem arabisch sprechenden Arzt spricht, im Unterschied zu fast der ganzen anderen Presse und den anderen Journalisten, die aus dem Westen dort sind? Ich reise natürlich auch in Gebiete, wo ich irgendeiner Weise kommunizieren kann. Das ist im sagen wir, pakistanisch-indischen Teil, da kenne ich keinen der verschiedenen Dialekte, aber da ist es so, dass jedenfalls die einheimischen Eliten alle sehr, sehr gut Englisch sprechen. Das heißt, ich bin ja dann immer unterwegs, auch mit jemandem, einem Schriftstellerkollegen oder Journalistenkollegen, dann habe da einen Bezug für das Englische. Ansonsten schaue ich, dass ich immer eine Sprache spreche. Also einfach nur die ganze Zeit mit einem Übersetzer umherzulaufen, das würde für mich gar keinen Sinn ergeben. Und ich wundere mich auch immer über die ganzen Korrespondenten. Also die sind für mich auch wirklich meistens wirklich nutzlos. Die besuche ich auch gar nicht. Also Leute, die jahrelang im Land leben, ohne die Sprache gelernt zu haben. Das ist die Korrespondenten, wie sie arbeiten, das können sich, glaube ich, alle hier vorstellen, wie sich das unterscheidet. Mit vielen guten Ausnahmen natürlich. Ja, und die empfinden Sie als nutzlos? Ja, nicht nutzlos. Ich bin ja nutzlos nicht im Sinne, dass Ihre Existenz nutzlos wäre, Gottes Willen. Und ich nutze auch Ihre Texte, wenn ich in deutscher Zeitung lese. Ich würde sagen, in der einen Woche oder in den 10 Tagen, wo ich da bin und sagen, sehr begrenzt Zeit habe, hilft es mir nicht, den deutschen Botschafter zu treffen oder den Korrespondenten der Zeitung so zu treffen. Das ist für mich dann, weil ich ja nur diese geringe Zeit habe. In der Regel Genau. Und umgekehrt könnte es sein, dass gewisse Redaktionen mit gewissen Bedürfnissen an Geschichten dann wiederum Sie nutzlos finden in der Art, wie Sie arbeiten. Wo wurde das zuerst abgedruckt? Ich glaube, es war in einer... Das war die Zeit. Also diese Zeit. Es war eine Zeit lang. Ich würde das gar nicht so verallgemeinern. Es sind immer einzelne Redakteure. Also mein Redakteur bei der Zeit, wo wir sehr viele Reportagen ermöglicht hat, war der Jan Ross. Und als der dann selber Indien-Korrespondent wurde, war irgendwie meine Zeit auch abgelaufen dort. Also nicht, dass die Zeit dann keine Interesse mehr gehabt hätte, aber wenn man da keinen mehr dort sitzen hat, der für genau solche Texte kämpft, und dann sitzt ein anderer Redakteur, der andere Vorlieben hat, dann klappt das nicht. Es muss schon auch jemand sein, der einen versteht und der genau diese eher unspektakulären Texte, jetzt habe ich eine etwas spektakuläre Passage vielleicht vorgelesen, aber in der Regel sind die halt wirklich sehr gedimmt.
Also ich beginne nie mit der spektakulären Szene am Anfang und ich gehe auch nicht zu den ganz spektakulären Spots. Also ich bin eigentlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber zum Berufsbild gehört, dass man eigentlich ein Angsthase sein muss, finde ich. Es gibt die Reporter, die sozusagen das Adrenalin brauchen. Aber ich selber gehe durchaus vielleicht in gefährliche Gebiete, aber ich bin dort immer extrem vorsichtig. Und diese ganz gefährlichen Situationen interessieren mich eigentlich auch gar nicht. Weil mich eigentlich eher mal die Normalität von bestimmten Situationen interessiert, nicht das Spektakuläre. Vielleicht dazu jetzt noch aus meiner Sicht eine abschließende Frage. Es ist für Menschen wie mich zum Beispiel eben gar nicht wahrscheinlich, dass ich solche Dinge erlebe, so einen Besuch oder so eine reinkomme in so ein Krankenhaus. Und jetzt komme ich da rein und Habit Kermani kommt da rein und stellt fest, dass es da sozusagen Helden gibt oder gab, so einen Pfleger, der nicht raus konnte, weil da waren noch Patienten und unglaubliche Unmenschen, die als Regierungsmiliz da reingingen und das gemacht haben, was man als Spur sieht. Und so ich sie jetzt spüre, ist das auch auf der Ebene Emotionen, die Sie dann haben, nicht trivial. Auch nur den Schauplatz dann vorzufinden, wo man sich alles vorstellen muss und kann. Und Sie nehmen es eben weg aus dem Text, diese Form der Emotionen. Ja, weil die kann man sich ja vorstellen. Also das habe ich eben diesen einen Satz nochmal angedeutet, der Leser wird sich denken können, das reicht ja dann schon. Kann sich ja wirklich, jeder, der das, glaube ich, liest, kann sich denken, dass ich da jetzt nicht währenddessen irgendwie an irgendwas denke, sondern dass man da, das gilt ja für Literatur genauso, die eigentlich guten Texte, also gute Texte funktionieren ja dann, wenn sie im Kopf weitergehen. Und wenn man alles schon erzählt, dann ist ja nicht sinnlos. Weil dann bleiben sie ziemlich hängen. Also es beginnt ja auch Literatur, beginnt ja dort, wo es sich festsetzt im Kopf des Lesers. Und dort, wo wir alles verstanden haben oder wo wir alles begriffen haben oder wo wir alles schon erzählt ist, haben wir es im nächsten Augenblick schon vergessen. Also aus dem Vorverständigung weiß ich, dass die andere Stelle, die Sie lesen möchten, betrifft dann indirekt oder direkt die Gated Community. Es geht um Lampedusa. Mhm. Und da ist auch Emotion drin und das werden wir vielleicht gleich hören. Ja, das ist eine Passage, also da kippt es wirklich, weil jetzt hier habe ich die Passage ausgewählt, wo ich zum Ende dieser Lampedusa-Reportage, wo ich mich auch die ganze Zeit sehr zurückgenommen habe, also wo ich eigentlich kaum auftauche als jemand, der irgendwie, sagen wir mal, den man jetzt irgendwie einordnen könnte, erfährt nicht viel über mich. Aber jetzt sind wir am Ende des Textes und am Ende des Buches und da gibt es eine Passage, wo ich plötzlich, aber es kann nur so funktionieren, dass es plötzlich ist, extrem emotional werde. Also wo ich mit einem Mal sagen, auf wieder eine dieser Situationen, wo ich das Licht, wo ich plötzlich auftrete und wo dann die Emotion, die hier geschildert wird, dann vielleicht auch stellvertretend ist für all die Emotionen, die ich das ganze Buch über habe. Und diese Passage lese ich Ihnen mal. Ja, das ist in Lampedusa 2008, entstanden September 2008. Das ist diese Insel im Süden Italiens, wo all diese Boat People ankommen, im Lager gefercht werden, wenn sie ankommen. Wenn sie dann ankommen, in der Regel ist es so, dass sie eben nicht ankommen, weil sie von der Frontex-Agentur, der sogenannten, abgehalten werden und zurücktransportiert werden an die afrikanische Küste. Und wenn sie doch durchkommen, dann landen sie dort in so einem Camp, wo die Bedingungen, seitdem ein italienischer Reporter sich hat einschleusen lassen, weil er sich als Flüchtling ausgegeben hat, und dann unhaltbare Zustände erlebt hat und darüber berichtet hat, also Flüchtlinge wurden geschlagen und so weiter. Das war davor schon gewesen und seitdem hatte man das Lager einer kommerziellen Firma übergeben und es war sozusagen unterster EU-Standard. Also es wurde niemand geschlagen, es gab einen Psychologen, es war nicht überfüllt,
sich vorstellen, das sind so 1500 Leute auf sehr engem Raum, die sind da so, schlafen auf so, so ganz so hoher Schaumstoff, so ohne Bett. Also das Bettzeug ist aus Papier, also es wird auch von Rollen abgerissen und denen gegeben. Und so sind die Verhältnisse dort. Es ist sozusagen ein Mindestmaß an Hygiene und was ist gegeben. Und wieder nachts, vom Wetterleuchten, dann wache ich auf. In dem Augenblick, in dem ich auf die Terrasse trete, stürzen Eisklumpen vom Himmel, wie ich es noch nie gesehen, nicht einmal für möglich gehalten habe. Erst begreife ich es nicht, springe nur unter das Dach, um nicht erschlagen zu werden. Dann sehe ich ein, dass es Hagel sein muss, Tischtennisball groß und keine Apokalypse. Nach einigen Minuten bricht das Gewitter aus. Das Wasser überflutet so schnell die Terrasse, dass es im Hotelzimmer steht, obwohl ich Handtücher vor die Türritzen lege. 2 Stunden später fahre ich mit dem Motorroller durch teichgroße Pfützen, die menschenleere, aber hell erleuchtete Uferpromenade auf und ab, bis ich am äußersten Ende des alten Hafens Menschen vor einem französischen Kriegsschiff entdecke. 65 Somalier sind im Sturm gerettet worden, schnappe ich auf, darunter 13 Frauen, 80 Seemeilen vor der libyschen Küste, eine Schwangere, 5. Monat, ein Verletzter. Dass es ein Schiff von Frontex ist, das die Flüchtlinge aufgenommen hat und so nah an der libyschen Küste, wundert die Ärzte ohne Grenzen. Genaues weiß niemand, aber alle, auch die Frau von den Vereinten Nationen, meinen, dass Frontex dafür da ist, die Flüchtlinge von Europa abzuhalten. Wer für den italienischen Staat arbeitet, auch für den Zöllner und Karabinieri, noch die Mitarbeiter des Aufnahmelagers, gibt sich durch Latexhandschuhe zu erkennen. Aus einem Kleinlaster wird ein Kanister mit Desinfektionsmitteln entladen. Und die Flüchtlinge frage ich, wo sind sie? Da der Bus noch nicht eingetroffen ist, sitzen sie im Schiffsinneren, wo sie es wärmer haben. Die Schiffe Somalia kenne ich bereits. Wahrscheinlich gehören sie einer einzigen Familie oder einem einzigen Clan an. Ihre Flucht hat vor Monaten begonnen, zu Hause hatten sie Krieg. Kann sein, dass sie vertrieben worden sind. Bestimmt gab es Tote. Soldaten reichen vom Deck große rote Plastiktüten, die beinahe leer sind. Für jeden Flüchtling eine, nehme ich an, deren Habseligkeiten. Alle auf der Mole sprechen mit gedämpfter Stimme, ob mit oder ohne Latexhandschuhe, flüstern beinahe und reden überhaupt sehr wenig, stehen nur da und starren auf das erleuchtete Schiff mit den 65 Geretteten im Bauch, als warteten sie aufs Christkind. Wenn sich jetzt alle an den Händen fassten, mit und ohne Latexhandschuhe, um ein Weihnachtslied zu singen, ich werde nicht einmal überrascht. So dankbar bin ich für den Segen, den Rettung doch bedeutet. Dann fällt mir ein, dass ich der Einzige bin, der eine solche Landung zum ersten Mal erlebt, aber ein tunesischer Übersetzer wird ebenfalls pathetisch, als ich ihn anspreche, und seine Augen glänzen. Wenn der Begriff des Märtyrers heute eine Bedeutung habe, sagt der Übersetzer, der Begriff der Zeugenschaft, wie es das arabische Wort Shahada genau bedeutet, dann für sie, die im Schiffsbauch warten, um ans Licht zu treten, und für alle anderen Flüchtlinge dieser Nacht, die es nicht mehr erblicken. Sie seien die Zeugen unserer Zeit. Die Bezeichnung Martyrium trifft es allerdings auch für mich an. Und dann sprechen wir über Jonas und die Flüchtlinge in den Heiligen Schriften, über Maria, Josef und das Jesuskind. Und ich sage, dass diese Geschichten nicht in der fernen Vergangenheit angehörten, sondern hier stattfinden. 300 Meter vom Strand entfernt, wo die Urlauber morgen wieder baden, und da hinten sind die Hafenrestaurants, in denen sie zu Mittag essen, wenn das französische Kriegsschiff längst wieder vor Libyen kreuzt, um andere Flüchtlinge aufzuhalten. Noch bevor der Bus eintrifft, spüre ich die Unruhe, die alle erfasst, eine stille Aufregung, obwohl sich nur 3 Soldaten auf dem Deck in Bewegung gesetzt zu haben scheinen. Durch eine Luke treten sie ins Schiffsinnere und kurze Zeit später mit den ersten Flüchtlingen wieder hervor, die sie am Arm stützen. An einem älteren Mann zuerst, der offenbar am Bein verletzt ist, dann mit einer Schwangeren, wirklich wie Josef und Maria, denke ich jetzt. 2 unglaublich Fremde, nicht nur wegen ihrer dunklen Haut und dem weiten, exotischen Gewand der Frau mit dem roten Kopftuch, das nach somalischer Art bis über den Bauch reicht. Viel fremder ihre Blicke,
verstört, scheu, ängstlich und doch dankbar dem Leben, dass sie es behalten haben. Hinter Maria die Prozession der übrigen Flüchtlinge, erst die Frauen, junge Mädchen, die meisten, viel zierlicher als Europäerinnen oder die Zentralafrikanerinnen im Lager, dann die Männer ebenfalls schmächtig, die ihre ersten Schritte so behutsam auf die Erde setzen, als sei es das erste Mal. Und wirklich ist es ja wie eine Neugeburt für sie. Ich will sie begrüßen auf Arabisch, Friede sei mit euch rufen oder ihnen wenigstens zulächeln, aber weil niemand es tut, traue ich mich nicht. Und so wandten sie ohne jeden Kommentar der Umstehenden, ohne Begrüßung oder Bekundung der Freude, einer nach dem anderen aus dem Schiffsbau hervor, wanken in der Hand der französischen Soldaten die paar Meter übers Deck und werden von italienischen Soldaten, die an der Mole warten, über die Brücke an Land geleitet und in den Bus gesetzt, um auf den Matratzen aus Isoliermaterial und dem Bettsack aus Papier gründlich auszuschlafen. Ich zittere, so ergriffen bin ich, das Leben zu sehen, das nackte Leben, wie bei einer Geburt oder beim Sterben, das Leben, als was es ist, ein Geschenk. Wie bewusst haben Sie entschieden, Sie haben vorher Beispiele gemacht, was Sie erzählen, was Sie beschreiben. Wie bewusst haben Sie hier entschieden, dass das sozusagen fast eine Weihnachtsgeschichte wird? Nee, das war natürlich eine ganz starke Empfindung, die ich gehabt habe, als ich davor stand. Das ist natürlich auch so, es läuft ja nicht alles planmäßig. Zum Beispiel dieses Schiff, ich war ein paar Tage auf Lampedusa und ich war in Verbindung mit den Ärzten ohne Grenzen, die mir gesagt haben, wenn was kommt, dann rufen wir dich an. Und so war mein Handy die ganze Zeit immer neben dem Bett, aber dass so ein Kriegsschiff, so ein großes Kriegsschiff da vorbeikommt, das ist eher selten auf Lampedusa. Zumindest zu der Zeit war es eher selten. Und ich wusste auch nicht, was einen erwartet. Also, ich bin dann nachts da hingefahren. Und dann dieses Gespräch mit dem tunesischen Übersetzer, das ist dann ganz schwer zu sagen, bin ich eigentlich das Reporter oder ist es wirklich das, was ich ohnehin mit denen besprochen hätte in dem Augenblick? Und das war ja kein Reportagegespräch. Also ich habe ja nicht geahnt, als ich mit dem tunesischen Übersetzer spreche, dass das in einer Reportage vorkommt. Sondern ich war einfach der ich bin und habe mich mit ihm unterhalten und wir sprachen über die Bibel. Und über die Flüche und den Koran, über all diese Bücher. Das war das Gespräch, das ich auch geführt hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht über die Situation geschrieben hätte. Aber zugleich gehört es eben noch dazu, diese Offenheit zu haben, dass ich da als in so einer Situation einfach da auch reagiere auf das, was da ist. Und entsprechend war dieser Eindruck, dass als dann diese Frau und dieser Mann, der eben humpelte, aus diesem Schiffsbauch, etwas älter war als die Frau, aus diesem Schiffsbauch hervorkam, der war natürlich vorgeprägt durch das Gespräch mit dem Übersetzer. Dass das dann ein Thema wird, na klar, die Frage ist eher, wie kommt es, das bin natürlich ich mit all meinen Büchern über Religion und so weiter, ein anderer hätte dann eben andere Dinge gesehen und das wäre dann auch wichtig gewesen. Bücher über Religion und gläubiger Mensch. Irgendwie. Ich stelle fest, oder ich komme zum Eindruck, dass wir uns Journalisten, Reporter, was Religion betrifft, als Laien vorstellen. Also wenn sie gläubig sind, würden sie das nicht zum Ausdruck bringen in den Reportagen. Normalerweise. Und wir kommen dann in den Sinn, gewisse Figuren aus der Kunstgeschichte, Malerei oder Pasolini, der Dokumentarist war, der politisch motiviert war, immer, und der sich auch erlaubt hat, also ganze Filme zu machen, wie das Evangelium des Matthäus, aber auch in anderen Filmen, wo es um Realität geht, wie hier, so ein Fenster aufzutun, sozusagen Richtung Himmel. Das scheint einfach das zu sein, was sie ja auch können und dann machen. Und es wird ja lesbar gemacht. Das ist ja sicher nicht etwas, wo man ein Problem haben muss damit beim Schreiben.
ganz einfach entschieden. Also sie mussten da nicht lange hin und her überlegen. Weil mir kommt noch in den Sinn das Beispiel, die Trilogie Irak, also im Spiegel sind drei Reportagen erschienen und ich weiß nicht, ob das richtig kolportiert dann wurde von der Redaktion, irgendwo stand, dass eine dieser Geschichten, die sie erlebt haben, nämlich glaube ich eine interreligiöse Freundschaft oder so ähnlich, nicht drin ist, weil Navid Kermani gefunden hat, das wäre eine Verklärung oder das wäre zu romantisch am Ende, ich weiß nicht. Ja, das ist auch so eine Entscheidung des Weglassens. Es gab eine sehr, sehr berührende, ich war im September im Irak und ich habe in Najaf einen schiitischen Flüchtling kennengelernt, eine Flüchtlingsfamilie, die war geflohen aus einem Dorf im Norden, aus einem gemischt christlich-muslimischen Dorf. Und der hat mir erzählt eben von seinen christlichen Nachbarn und wie die sich gemeinsam verteidigt hatten gegen diesen IS. Und das war wirklich so eine sehr, sehr berührende, bewegende Geschichte, auch eines Heldenmuts. Und dann habe ich so gefragt, ja, kann man denn den Freund von dir, kann man den treffen? Und dann hat er gleich sein Handy rausgeholt und hat ihn angerufen, diesen christlichen Freund von ihm, den Nachbarn, der auch in einem Flüchtlingslager war, beim Norden des Landes. Und als ich dann selbst im Norden des Landes war, habe ich diesen christlichen Flüchtling natürlich angerufen und besucht. Und es war eine herzzerreißende Geschichte der Freundschaft zwischen den Religionen. Und es war wirklich meine allerletzte Erfahrung im Irak. Es war an dem Abend vor meinem Abflug, in der Nacht bin ich geflogen. Und in der allerletzten Nacht habe ich eben diesen christlichen Flüchtling, der in höchsten Tönen von seinen muslimischen Nachbarn berichtet hat und dass der sie gerettet hat und dass wir sind also zusammen, die ganzen Christen sind sozusagen das Haus dieses Schiiten, sagen wir es, verschanzt mit den Kindern und als sie nicht mehr gegen sind, zusammen geflohen und an einer Weggabelung sind die einen, die Christen im Norden und die Schiiten sind in den Süden. Und das hätte eigentlich ein Ende geben können für diese Reportage, für diese dreiteilige Reportage. Und es war eine wirklich schöne Geschichte, aber das, was ich erlebt habe in diesen Tagen im Irak, ergab eben kein Happy End. Und auch wenn die Geschichte für sich betrachtet wahr gewesen ist, was sie war, diese Versöhnungsgeschichte, sie wäre zumal am Schluss platziert so stark gewesen, dass sie insgesamt einen falschen Eindruck erweckt hätte. Also der Gesamteindruck beim Lesen dieses Textes wäre verrutscht, weil die Geschichte für sich betrachtet so stark war, dass sie jetzt alles andere gefärbt hatte. Und es gab für mich keine Möglichkeit, diese Geschichte so beiläufig zu erzählen, damit sie nicht so stark ist, wie sie für mich war. Weil sie wäre in jedem Fall, wäre sie im Kopf des Lesers, wäre sie hängen geblieben, als Versöhnung. Aber das stimmte eben nicht. Es stimmte natürlich, faktisch stimmte es, weil ich das erlebt hatte. Aber es stimmte in einem höheren Sinne nicht, weil der eine beim Leser ein falscher geworden wäre. Die Texte hätten das Ganze nicht mehr gestimmt. Hätte ich ein Buch geschrieben, sagen wir mal, aus 300 Seiten, dann hätte diese Episode einen guten Platz bekommen. Aber auf 50 Seiten, dafür war sie zu groß. Bei Lampedusa wäre jetzt die Aussage, hat auch etwas von Versöhnung in diesem Moment und es ist ein Happy End, natürlich für diejenigen, die da gerettet wurden, sowieso. Aber es ist das Ende, Sie haben es selber gesagt, eine Reihe von Reportagen und dann ist das aus Ihrer Sicht dann eine andere. Nein, das ist auch der Kern dieser Reportage, auch darzustellen, dass was da passiert, ist Rettung. Wir nehmen ja das immer als Katastrophe wahr. Aber und Lampedusa ist so ein Schreckensort für viele. Aber was da passiert ist, ist Rettung. Und das war schon noch der starke Eindruck, den ich in dieser Reportage geben wollte, dass es doch eigentlich was Schönes ist und was Wunderbares ist, wenn Menschen gerettet werden, wenn die Menschen Leben bewahren können. Es wird in dieser Reportage auch erwähnt, wie viele nicht gleichzeitig und jederzeit nicht gerettet werden wurden. Es kommt ja dann noch der Schluss, glaube ich, wo dieser Kapitän von Ihnen so beschrieben wird, dass er sagt, ich bin sehr froh, dass ich diese retten konnte, ich würde es unbedingt machen. Sie schreiben dann,
auch wenn der Auftrag oder die Devise von oben eine andere gewesen wäre, er hätte sie gerettet. Das ist wieder so etwas, so jemand, mir fehlen die Worte, hält irgendwie. Und dann wäre eine Frage noch, und wir können dann auch öffnen langsam. Versöhnung, unversöhnt sein mit Entwicklungen. In Ihrem Fall, wenn Sie jetzt mal ganz kurz den Schritt zurück machen, Sie sind ja eben auch jemand, der sich zu politischen Entwicklungen äußert. Und dann manchmal so versöhnlich und dann doch unversöhnlich, wie zum Beispiel in der Bundestagsrede, wo es ja letztlich um das Gleiche geht, oder? Das Grundgesetz, was aufgeweicht wurde und was dann dazu führt, dass diese dieser Fortschritt, den Deutschland da gemacht hat, wieder ein bisschen zurückgenommen wird, weil Flüchtlinge sonst als großes Problem empfunden würden oder etc. Sind Sie jetzt selber als politischer Akteur, als Zeitgenosse, Zeitbeobachter versöhnt, unversöhnt mit all diesen beunruhigten Welten? Nein, ich bin sicher unversöhnt. Versöhnung gibt es ja da nicht. Also das speziell was im Augenblick, ich kenne diese Länder ja auch alle noch vor all diesen Kriegen. Ich habe dort studiert, Damaskus, Kairo, Bagdad, speziell Damaskus, habe ich ganz starke Erinnerungen noch aus meiner Studienzeit. Und es ist auch ganz wunderschöne Erfahrungen, die auch mich stark geprägt haben. Da war ich 28 und mit dem Rucksack durch auch Algerien zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sehe, wie diese Länder wirklich in Abgrund verschwinden, dann lässt mich das nicht los. Und dann kann ich auch nicht versöhnt sein. Aber ich möchte doch sagen, dass gerade weil ich auch relativ viel auf der Welt unterwegs bin, ich den Wert dessen, was wir hier haben, doch auch, glaube ich, hoffentlich sehr genau zu schätzen weiß. Und gerade zum Beispiel so ein europäisches Projekt, wo auf diesem Kontinent der auch vergleichbare oder noch viel schlimmere Schreckens Jahrzehnte hinter sich hatte, dass es gelungen ist, hier über einen ziemlich langen Zeitraum Frieden herzustellen und auch einigermaßen eine soziale Balance herzustellen, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt, oder auch so einen ganz banalen Begriff der Rechtssicherheit. Das ist etwas, was die meisten Menschen auf der Welt, also dass nicht einmal eine Ahnung da ist, was das sein könnte. Ein Begriff wie Rechtssicherheit. Das heißt nicht, dass jedes Gericht hier in Europa oder in Westeuropa oder in Deutschland immer ohne jeden Einfluss von außen urteilt, aber es gibt doch so etwas wie eine Justiz, die einigermaßen unabhängig ist. Und solche Dinge, die schätze ich natürlich umso höher, gerade weil ich dann auch viel unterwegs bin. Und ich denke, das ist auch dann wichtig, das zu formulieren. Es gehört ja zu einer Weltsicht auch dazu, dass man das, was gut ist, oder wofür man dankbar ist, das auch zu benennen. Ich habe noch eine kleine Anzahl von Themen oder Fragen schon vorbereitet für den zweiten Teil, den angekündigten, aber ich würde jetzt zuerst mal in die Runde fragen, was möchten Sie, was möchtet ihr noch vielleicht auch mit Bezug auf diese Beispiele, auf dieses Buch oder auf verwandte Texte von Navid Kermani fragen oder beitragen? Die Gefahr ist ja, wenn ich sagen kann, Sie erzählen jetzt so, wie Sie es dargestellt haben, wie Sie es erlebt haben, ohne Gefühl, wenn man dann die vielen Reportagen, Fernsehen, Zeitungen und sonst irgendwo mitbekommt, stelle ich jetzt ganz besonders kritisch die Frage, wie viele Filter sind davor? Bei mir? Bei diesen Reportagen, die wir heute sehen. Wir sehen jetzt beispielsweise Weltspiegel, oftmals sonntags, da sehen Sie Reportagen, das wird auch schön. Es wird ja auch über das Gute berichtet, das finde ich auch gut. Aber ich bin jetzt doch etwas nachdenklicher und ich glaube, ich müsste diese ganzen Reportagen, die gekürzt sind, etwas kritischer hinterfragen.
Also es gibt natürlich Reportagen, die sehe ich sehr kritisch. Ich will nicht sagen, dass es alle Reportagen sind, aber zum Beispiel gibt es auch in seriösen deutschen Tageszeitungen, deutschsprachigen Tageszeitungen, ist es relativ normal, dass man nach Syrien reist zum Beispiel und mit der syrischen Armee in ein sogenanntes befreites Gebiet einreist, quasi zum Beispiel Homs, um ein Beispiel zu nennen. Also ein Gebiet, das zurückerobert worden ist von der Armee. Und Sie finden eine Reportage in einer großen deutschen Tageszeitung aus Homs. Sie finden aber nicht erwähnt, dass unsere Reporter zwingend immer 5 bis 6 syrische Geheimdienstmitarbeiter standen. Und jedes Gespräch mit der lokalen Bevölkerung umringt war von Soldaten. Das heißt, wenn das, also wenn so etwas passiert, und das passiert leider in deutschen Zeitungen, nicht in allen Zeitungen und nicht immer und nicht bei jedem Reporter, aber das ist sozusagen ein ganz klassischer Fall. Das könnten Sie jetzt, da gibt es auch Wirtschaftsreportagen, wahrscheinlich noch viel schlimmere Beispiele dafür. Aber wenn solche ganz einfachen Dinge schon nicht erzählt werden, unter welchen Bedingungen so eine Reportage, es gibt keinen objektiven Blick in Homs auf Seiten, also das geht umgekehrt ja auch nicht. Auch wenn Sie sagen, wir, was heute nicht mehr geht, aber sagen wir 2012, als es noch ging, wenn Sie als Reporter eingereist wären mit der Freien Armee, auch das wäre kein objektiver Blick, weil Sie ja immer unter den Bedingungen arbeiten und mit dem Blick dieser Seite auf ein Gebiet schauen. Das Einzige, was Sie machen können und was Sie machen müssen, ist natürlich, dass Sie die Bedingungen darstellen, unter denen eine Reportage entsteht. Und wenn das nicht geschieht, dann ist die Reportage ziemlich wertlos. Aber es ist natürlich für die Zeitung unangenehm, weil es natürlich viel sexier ist, zu sagen, der Reporter, unser Reporter war in Homs. Genauso wie es natürlich, wenn ich das mal hinzufügen darf, fürs Fernsehen viel, viel besser ist, wenn irgendein Promi ständig im Bild ist bei der Reportage, als sagen, weil dadurch bekommen sie die Quote, weil die Leute interessieren sich ja nicht für Syrien, sondern interessieren sich für den Promi, der in Syrien ist. Natürlich aus der Sicht des Redakteurs, der denkt sich, naja, also ohne den Promi, der ständig im Bild ist, landet die Reportage nachts um 2 im Programm und sie hat eine Quote von so und so Prozent. Und wenn wir den Promi aber ins Bild rücken, dann sind wir in der Primetime und so viele Leute schauen. Das ist die Logik, in der man sich jetzt zurechtlegt. Aber ich weiß nicht, ob die aufgeht. Gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man solchen Logiken ja eigentlich nicht tangiert sein sollte. Nur als Ergänzung, ich glaube, auf der Ebene im Mediensystem ist der Filter, der so vieles verunmöglicht, dann die Aufmerksamkeit des Publikums oder das, was man dafür hält. Und das wurde jetzt quasi deutlich. Und dann gibt es auf der Ebene des Reporters, der Reporterin auch einen Filter. Es gibt die Aufmerksamkeit, die groß ist, sehr groß oder kleiner. Ich wollte hier noch als Leser auch lobend ergänzen, in diesen Reportagen, in diesem ganzen Buch und in verwandten Texten liest man, ohne dass das irgendwie den Lesefluss hemmen würde, was ja auch wieder so ein Kriterium ist, eigentlich kriegt man Geschichtsstunden. Im besten Sinn, diese Reportagen von David Kermani enthalten einfach Wissen, was eine andere gehabt hätte oder vielleicht nicht mal gehabt hätte. Und so gelingt das besser, was er jetzt, glaube ich, gemeint hat, dass man die Umgebung zeigt oder den Kontext, wie etwas entsteht, auch lesbar macht und wie auch ein Konflikt entsteht, auch lesbar macht. Und von zwei Seiten. Es scheint mir leider auch nicht weit verbreitet zu sein, dass sie beide Seiten dann könnten oder können. Sie mussten sich entscheiden bei Damaskus, aber sie hätten natürlich mit der Empathie die andere Seite. Also Afghanistan zum Beispiel. Afghanistan war die einzige Reportage, einzige Mal im Leben, wo ich sozusagen als sogenannter Embedded Journalist eingereist bin mit der NATO. Da war ich sozusagen mit der NATO im Land unterwegs. Ich konnte aus dem Camp rausgehen, konnte auch selber und alleine unterwegs sein, aber ich war Gast der NATO. Und dann war es eben für mich wichtig, dass ich nochmal in das Land reise. Und das war eine gute Erfahrung. Ich will das gar nicht jetzt sagen, die NATO jetzt in diesem Sinne gar nicht pauschal irgendwie schlecht machen.
Es war eine gute, wichtige Erfahrung, die auch manche Bilder von mir auch aufgelöst hat. Aber es war eben dann wichtig, und da in Afghanistan war es möglich, sagen, dann die andere Seite auch zu haben, indem ich das zweite Mal auf eigene Faust eingereist bin. Also bei der ersten Reise hatte ich den Blick von den Panzern aufs Land und bei der zweiten Reise hatte ich den Blick vom Land auf die Panzer. Und insofern ist das einzige Land, wo auch in diesem Buch das zweimal auftaucht. Sie werden auch ganz schnell, also in dieser Afghanistan-Reportage gibt es dann einfach mehrmals das Gespräch mit deutschen Soldaten oder Offizieren, glaube ich, mit einem mindestens. Und man merkt in diesen Dialogen, die dann geschildert werden, also wiedergegeben werden, wie das Gegenüber, ich nehme das an, lernt aus den Fragen, die da gestellt werden oder aus den Perspektiven, die in den Fragen drin sind. Können Sie sich denn vorstellen, dass? Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob? Das sind so Navid Kermani-Fragen, die letztlich das Gegenüber herausfordern oder dann offenbar in diesem Fall auch interessant waren für das Gegenüber. Gibt es Fragen? Ich habe eine kurze Frage. Sie hatten geschrieben, dass Sie die Fotos nicht veröffentlicht haben von der Intensivstation. Und ich wollte fragen, inwieweit Zeuge sein bedeutet, dass man der Welt zeigt, was passiert, und inwieweit das bedeutet, dass man seine Quellen schützt? Das ist in solchen Situationen, das ist eine Ausnahmesituation. Also ich bin ja normalerweise gar nicht so, eher selten mal in solchen Situationen, die jetzt diese unmittelbare Gefahr, Leib und Leben für die Leute mit sich, also wo das überhaupt da ist. Aber wenn es da mal so weit ist, dann es war übrigens nicht meine Entscheidung, die Fotos nicht zu veröffentlichen, sondern die Entscheidung des Fotografen. Natürlich, bevor man die Welt rettet, schützt man erstmal diejenigen, die unmittelbar davon betroffen sind. Und ich würde jedenfalls nichts veröffentlichen, so wichtig es auch wäre, wenn ich damit konkret jemanden gefährden würde. Und ich glaube aber auch, dass die meisten Reporter das ähnlich sehen würden. Also da ist wirklich schon. Aber jetzt, ich bin auch kein klassischer Kriegsreporter, weil ich wirklich wenig Frontberichterstattung mache. Also wenig dort bin, wo Menschen sterben oder sowas. Ich bin dann eher dort dann unterwegs, wenn die Menschen schon gestorben sind oder wenn sie vielleicht nächstes Jahr wieder was passiert. Ja, um nochmal auf dieses Köln zurückzukommen, das Sie eingebaut haben. Hier. Woher nehmen Sie dieses Köln? Allein aus Ihrer eigenen Perspektive oder achten Sie auch darauf, wie hier vielleicht die Umgebung, die Gesellschaft gewisse Sachen sieht? Nee, ich schreibe für ein Publikum, für ein deutschsprachiges Publikum, ein westliches Publikum. Ich schreibe ja nicht für eine pakistanische Zeitung. Wenn ich in Pakistan unterwegs bin, dann sähe der Text ganz anders aus wahrscheinlich. Das könnte ich auch nicht gut, weil ich ja das Publikum gar nicht so gut kennen würde. Insofern ist es natürlich, ist Köln zugleich Synonym für die Öffentlichkeit, für die ich schreibe. Sie schreiben auch, ich hatte noch die Frage stellen wollen, wie Sie über Köln schreiben würden, aber Sie schreiben eigentlich über Köln, zum Beispiel im Roman Dein Name, hat es eigentlich immer wieder fast wie Reportagen, kleine Episoden drin, die lesenswert sind, um zu sehen, wie dann der Blick des Kölners auf Köln ist und verwandt. Sie sagten, als Sie die Szene aus Lampedusa anmoderierten, hier treten Sie jetzt als Person dann eben auch in den Mittelpunkt und transportieren Ihre Emotionen und nur so geht es. Wie war das gemeint? Ja, in diesem Moment, also genau im Kopf, was ich mit diesem Satz meinte, aber in diesem Moment, wenn ich die Situation schildern wollte, so, um auch zu diesem Punkt dieses starken Empfindens der Rettung zu kommen, dann ist ja klar, dass es für keinen anderen in diesem Moment
die da rumstanden, weil für die war das ja also Routine. Also diese Ärzte und diese Soldaten und so, die waren vielleicht auch berührt, aber sie hätten das wahrscheinlich nicht so formuliert, wie ich es als Außenstehender, der neu hinzugekommen ist, das zum ersten Mal so eine Rettung erlebt, so eine Landung erlebt. Und insofern war es meine Emotion. Zugleich war ich aber bei meiner Emotion vielleicht diejenige, die auch fast alle anderen Menschen, die auch nicht sowas täglich erleben, so eine Landung von Kissen, genauso gehabt hätten. Und insofern gehörte es zur Schilderung dieser einen Situation. Die Situation hätte ich nicht beschreiben können, ohne mich zu thematisieren. Sie wäre nicht funktioniert. Und das ist vielleicht auch, wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, das wäre vielleicht auch das Kriterium. Das ist eigentlich nur dort, dass ich nur dort auftrete, wo es gar nicht anders geht. Also wo die Situation nicht hätte geschildert werden können, wenn ich nicht selbst auch sage, dass ich also meine eigenen Gedanken und Gefühle mitteile. Und zum Teil ist es ja auch eine andere Situation, wo ich auftrete, ist, haben Sie angedeutet, manchmal bin ich der Ping-Pong-Spieler, mit dem mein Gesprächspartner ja kommuniziert. Und dort trete ich natürlich gewisserweise auch auf, weil die Art und Weise, wie ich ein Gespräch führe oder wie ich Fragen stelle, natürlich auch was über mich erzählen, gewisserweise, weil mich bestimmte Dinge mehr interessieren als andere Dinge. Und auch dort, wenn ich ein Gespräch schildere, dann ist es eben kein Monolog, sondern ich schildere ja ein Gespräch. Und dann bin ich eben auch drin. Meine Frage zielt eher darauf ab, wie die Entscheidungsfindung bei Ihnen persönlich dann stattfindet. Als Beispiel den ersten Abschnitt, den Sie vorgelesen haben über den Irak und das Krankenhaus. Die Gewalt selbst wird ja nicht beschrieben, sondern nur die Spuren und den Tod des Pflegers, der Courage gezeigt hat und scheinbar exekutiert wird. Und Sie dann mit dem Arzt sprechen und er Ihnen das Vertrauen ausspricht, dass Sie das erzählen dürfen und diese Bilder veröffentlichen dürften. Wie kann ich mir vorstellen, wie sitzen Sie zu Hause und entscheiden sich, schreibe ich das jetzt doch auf? Wie gehe ich mit diesem Vertrauen um? Und das, was gefallen ist, war das Wort Gericht. Es wird Gerechtigkeit eventuell geben und vielleicht sogar das Tag des jüngsten Gerichtes. Kann ich mir das so vorstellen, wie so eine Art persönliches Gericht? Sitzen Sie da, sind gleichzeitig Richter, Ankläger, Anwalt und gehen da die Fakten Nein, durch? Nein, das ist gewisserweise fast schon emotionsloser, als man sich das vielleicht denkt. Also das ist ja, man hat ja auch einen Termin, einen Abgabetermin und man muss sagen, man denkt auch ganz praktisch daran, dass es ein guter Text wird und wie lange er wird und was da noch fehlt und so weiter. Also man ist sozusagen so in diesem auch Rausch des Arbeitsprozesses, dass die großen moralischen Fragen eigentlich immer zwischen den Reportagen entstehen. Also wenn ich dort bin, dann bin ich eigentlich nur Aufnahmegerät oder Festplatte, die alles dann aufnimmt. Und eigentlich das Denken in größeren Kategorien findet eigentlich erst statt, wenn die Reportage geschrieben ist. Man fragt sich automatisch, was haben Sie weggelassen? Also diese Entscheidung haben Sie ja die Geschichte haben Sie veröffentlicht und dann saßen Sie da, diese moralischen, Sie waren die Festplatte und jetzt sortieren Sie sozusagen den Ordner. Das ist wie ein Fotograf. Also Fotograf, also ich bin ja also reise übrigens ganz gerne mit Fotografen, weil die so einen ähnlichen Blick auf haben. Weil sie auch nach Situationen suchen, die jetzt nicht nur, also ich weiß, dass andere, also wenn ich in ein Land gehe, dann habe ich relativ wenig Interviews. Also ich versuche nicht den Minister so und so zu treffen und den Minister so, aber das hilft mir, das kann ich ja vorher auch nachlesen, was der Minister so und so sagt. Und das ist bei dem Fotografen auch ähnlich. Da geht es eher darum, so viel Wissen sich vorher anzueignen, und das ist bei den guten Fotografen ganz genauso, die auch genauso viel lesen wie ich vorher, dass man ein Gespür hat, welche Orte, welche Situation man suchen muss. Und dann sitze ich eigentlich da, ähnlich wie sagen wir mal, mein Freund Daniel Schwarz, der schwarze Fotograf, ein ganz toller Fotograf, der dann in seiner Dunkelkammer sitzt oder dann die Bilder hat und dann eben auswählt, welche Bilder er einreicht oder der Zeitung gibt. Wobei er natürlich dem Redakteur viel mehr Entscheidungseinfluss gibt, weil der Redakteur mitentscheidet. Aber zumindest er gibt die Auswahl vor von Fotos, die veröffentlicht werden können, während bei mir, ich dem Redakteur das Fertige, bei mir sozusagen bekommt er die Bilder im Paket. Aber das ist die Entscheidung, welche einzelnen Situationen sind es, die ich hineinnehme. Und auch das nochmal zu sagen,
wenn man die früheren Reportagen von mir liest, also beispielsweise in dem Band Schöner Neue Orient von 2003, glaube ich, oder 2004, dann wird man feststellen, da sind sehr viel mehr Informationen in diesen Texten. Während ich immer weiter dazu komme, in diesen letzten Texten, in den letzten Reportagen, in den letzten Jahren, dass ich die Informationen eigentlich im Text dann eigentlich immer mehr weglasse. Das bedeutet aber nicht, dass ich weniger weiß, sondern es ist sozusagen mehr konzentrierter auf die Szene, auf das Bild. Und ich lasse sozusagen die Fakten, die sind sehr stark reduziert. Also das, sozusagen, dass man wirklich etwas erfährt, wie in einem Geschichtsbuch oder wie in einer Statistik, was da vor sich geht. Auch da denke ich, dass es eher darum geht, dem Leser einen Eindruck zu vermitteln, ein Gefühl zu vermitteln für eine Situation. Und wenn er dann möchte, kann er die Sachen ja genauso, wie ich es vorher auch gelesen habe, dann auch nachlesen. Ja, mir kommt so vor, als würde es doch gewisse Parallelen zwischen Ihrem literarischen Erzähler sozusagen und dem journalistischen Erzähler geben. Und mich würde einfach interessieren, wie sehr sich das für Sie unterscheidet, journalistisch und literarisch zu schreiben. Und auch, wie sehr das eine das andere beeinflusst. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn man jetzt von einer Reportagereise zurückkommt und dann aber wieder an einem Roman arbeitet, dass es vielleicht auch schwierig ist, solche Eindrücke dann beiseite zu schieben sozusagen. Ja, also ich unterscheide das Schreiben nicht grundlegend. Es ist immer genauso Schriftsteller, wenn ich schreibe und zugleich auch, wenn ich über einen Roman, über eine emotionale Situation zwischen zwei Menschen nachdenke oder schreibe, dann bin ich auch Berichterstatter. Also das ist gar nicht so grundlegend anders. Der Unterschied ist eigentlich eher der, was mir noch nie gelungen ist, obwohl es mir gar nicht so, weil ich es gar nicht ausschließen würde, dass ich, sagen wir mal, meine Reisen literalisiere. Das ist sozusagen jetzt ein Roman schreiben über Afghanistan oder über Pakistan oder über Syrien. Dieses Bedürfnis hatte ich nie gehabt, weil da die Faktizität so wichtig ist und so viel bedeutender ist als alles, was ich jetzt erfinden könnte an Geschichten, dass sich das irgendwie für mich ausschließt. Und der Einfluss ist dann eigentlich eher der, dass die Reisen mir ein Gefühl geben, wenn ich es mal so pathetisch ausdrücken darf, was wichtig ist auf der Welt. Das heißt, auch meine literarischen Bücher, wenn ich meine Liebesgeschichte schreibe, und sie kann ja auch heiter sein, und sie kann ja auch, sagen, auch banal wirken, aber sie muss doch irgendwie Bestand haben vor den Situationen, die ich auch erlebt habe. Und ich würde sicher sagen, dass vieles, was wir so erleben, jeder von uns erlebt, ist wichtig, also hat Bestand. Also jedes Menschenleben hat genug Situationen, die erzählt werden müssen und erzählt werden sollen, auch wenn man nächste Woche in den Krieg fährt oder irgendwas anderes ganz Schlimmes erlebt. Aber vieles scheidet eben auch aus und vieles wird dann doch unwichtig und nicht so, dass man das Gefühl hat, darüber lohnt es sich, jetzt ein Buch zu schreiben. Also es ist so ein Moment von, wie soll ich sagen, es gibt ein Gefühl von Wertigkeit oder von so einer, vieles fällt einfach weg, über das man vielleicht nicht mehr schreiben kann. Zum gleichen Punkt von mir, aus Eindruck dieses wunderschöne Buch in 40 Leben, wo ich davon ausgehe als Leser, das ist auch der Wirklichkeit abgeschaut, also nicht so weit weg von Reportage. Das hat dann, lesen Sie es, wenn Sie es nicht gelesen haben, das hat dann doch ganz andere Tonarten drin. Da ist eigentlich wahnsinnig viel Sarkasmus, da ist wahnsinnig viel Mensch auch einer Lachhaftigkeit oder Lächerlichkeit preisgegeben. Natürlich sind das dann Figuren, die vielleicht wissen, dass sie jetzt gemeint sind, aber wo nicht das die gleiche Deklaration ist, hier wird jemand eben abgebildet und alle können dann lachen, das werden sie sowieso nicht wollen. Aber man muss schmunzeln und ich empfinde sehr viel in diesem Köln. Ja, wahnsinnig viel Behauptung, die dann nicht eingelöst wird im Leben, Trauermomente, Abstürze, Menschen, die sich für etwas halten, was sie nicht sind und nicht sein können, etc. Also diese Tonart und diese Art des Erzählens, wie man jetzt erklärt bekommen hat, fehlt dann in anderen Büchern, wo es um Wichtigeres geht.
Ich habe noch eine Frage. Von mir käme sonst noch eine letzte Frage. Es gibt, und das ist eigentlich eine politische Frage jetzt, es gibt ja diese Debatte, wo man immer mehr fragt, von woher guckt jemand, wenn er spricht. Also wenn Aufklärung verlangt wird für gewisse Teile der Welt, wenn Demokratie verlangt wird, dann wird zu Recht gesagt, ja, also diese Amerikaner, die gerade Demokratie verlangen, die dürften zuerst fragen, was sie schon geleistet haben oder was sie eben auch verunmöglicht haben in anderen Gebieten der Welt. Glauben Sie an universelle Werte, die dann auch geteilt werden und nach denen man sich orientiert auf der Welt, in der Zukunft oder in der Gegenwart? Also ich habe die Menschen eigentlich als ziemlich ähnlich erlebt. Also die Bedürfnisse und die das, was die Menschen von ihrem Leben wollen, ist gar nicht so sehr verschieden, wie sie auch leben. Und in dem Sinne, Eltern sorgen sich um ihre Kinder, Leute wollen irgendwie von ihrer Arbeit leben, sie wollen Gerechtigkeit. Sie wollen nicht irgendwie unterdrückt werden von irgendwem. Und das sind dann schon universale Werte. Und ich erlebe das nicht so, dass ich in anderen Ländern, dass die Menschen so grundlegend anders sind als hier. Eher im Gegenteil. Also ich erlebe eigentlich eher die Ähnlichkeit vielen Dingen. Ich meine, die internationale Organisation gearbeitet, ist jemandem aufgefallen, die Menschen sind überall gleich verschieden. Ja. Also man jeder Mensch ist verschieden und anders, aber es gibt ein paar kulturelle Sachen, wo eigentlich und die gehören sich Persönlichkeitsmerkmale, aber das ist immer genauso. Ja. Und das natürlich dieser Verschiedenheitsdiskurs in der Öffentlichkeit und in den Feuilletons, die haben immer erklären, die sind so oder die sind anders oder weshalb hassen die uns. Das macht mich immer nervös, weil das überhaupt nicht meiner Erfahrung entspricht. Und insofern. Nämlich bestimmte Universale sind sicherlich sehr grundlegend und nicht sehr, sehr ausgefeilt und gehen vielleicht nicht so, reichen nicht so weit, dass sie sagen würde, Säkularität ist ein universaler Wert. Aber sowas wie Menschlichkeit und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Schläge und einfach, ich meine, dass das Grundlegende, wie man dann, dass man von seiner Hände Arbeit leben möchte, dass man eine Würde haben möchte, dass man sich nicht bücken möchte für andere, das ist auf der ganzen Welt. Dem gegenüber steht ein Satz aus Dein Name, wo sinngemäß drin steht, er ist ein Kosmopolit, in dem Sinne, dass er weiß, es gibt solche und solche. Also letztlich, wenn Regierungen, wenn Parlamente, wo es überhaupt gibt, dann so etwas herstellen, wovon alle träumen, dann wäre es noch gut, es gäbe eher solche und nicht noch solche. Das wäre mein Schlusswort und vielleicht nehme ich noch eine Frage vorweg. Also bitte sagen Sie noch etwas oder von Ihnen, Herr Kermani, abschließend. Sonst sage ich ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Und bleiben Sie noch ein bisschen bei Freitag.